Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal CreateStudity und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Kooperationsreihe Hashtag YouTube-Bastler. Ist ja immer zweimal im Monat. Erste Hälfte habt ihr ja letzte Woche schon gekriegt. Zweite Hälfte kommt heute, wie am Sonntag schon im Livestream angekündigt, zum Thema Umzug. Und zwar dachte ich mir, ja, so spontan fürs Umziehen an sich fällt mir jetzt nichts ein. Aber es gibt diese hübsche Tradition für Leute, die gerade frisch irgendwo eingezogen sind, dass man denen halt zum Einzug so ein Körbchen mit Brot und Salz schenkt. So nach dem freien Motto, nach der Redensart Brot und Salz, Gott erhalt's. Und deswegen bastle ich heute, ja groß, also ich basteln tue ich eigentlich nicht, aber ich gestalte Verpackungen für eine Brotmischung und für eine Salzmischung und werde dann dementsprechend auch die besagte Brotmischung und die Salzmischung herstellen und dann darin abfüllen. So, für die Verpackung habe ich einmal für das Salz hier so ein klassisches Einmachglas. Die gibt es, wenn ihr im Supermarkt diese Fertigpizzateige kauft mit der Tomatensoße. Die ist meistens in diesen Gläsern drin, das ist eigentlich wunderbar passend. Und dann habe ich hier noch eine leere Dose Stapelchips. Und die eignet sich bereits erprobt wunderbar für die Mehlmischung, die Brotmischung. Gut, ich habe hier zum Gestalten einmal diese wunderschönen Sticker. Deswegen werde ich mich hier auch mit dem Glas gar nicht weiter aufhalten und werde da einfach so einen Sticker draufkleben. Und damit das einigermaßen passt, nehme ich am besten zwei Sticker, die einigermaßen ähnlich aussehen. Würde ich sagen, weil ich mir für das für die Chipsdose hier schon mal dieses violette Papier geholt habe, kommt der hier auf die Chipsdose. Und da rief mal wieder meine Mutter an. Die Frau hat aber auch wirklich ein Timing. Die ruft immer wirklich genau dann an, wenn ich entweder ein Video drehe oder im Livestream bin. Das ist ein Talent. Gut, also wie gesagt, ich war gerade dabei. Lila Papier kommt auf die Chipsdose. Dementsprechend kommt der Sticker auf die Chipsdose. Und der Sticker kommt auf das Glas. Und das machen wir jetzt endlich mal. Einigermaßen mittig. Genau. Dann packen wir den hier oben auf die Chipsdose. Den Deckel. So, dann machen wir hier den Deckel ab. Und dann messen wir mal aus, wie lang wir das Papier brauchen. Und machen uns da eine Markierung. Bis dahin. Gleich machen wir auf der anderen Seite auch. Dann können wir nämlich gleich den Strich drüber ziehen. Wobei wir das eh wahrscheinlich nicht in der ganzen Länge brauchen. Na, schön liegen bleiben. Gut. Dann brauchen wir einmal ein Lineal. Lieber mit dem Geodreieck, weil das Lineal reicht tatsächlich nicht. Mit dem Geodreieck kann man immerhin den rechten Winkel beibehalten. Und von der Seite. Entweder habe ich hier sehr unregelmäßig gemessen oder meine Linearen funktionieren nicht mehr. Gut, ich ziehe jetzt einfach hier nochmal so einen Strich und dann passt das ungefähr. Perfektion ist was für Perfektionisten.
So. Wickeln wir die Dose mal einmal kurz ein und markieren uns dann auch die Stelle. Das ist dann in etwa hier. Doppelseitiges Klebeband und das packe ich mir einmal auf die Seite. Einmal auf die Seite. Echt wunderbar, wenn das schon klebt, obwohl man eigentlich gar nicht will, dass es klebt. Ein bisschen Schwund ist immer. So. Dann kriegen wir mal die eine Seite ab. Das mal hier mit der nicht klebenden Seite und kleben dann die Seite fest. Und dann machen wir hier auch das Schutzfolie ab. So. Die wehrt sich tatsächlich. Jetzt. Hier. Jetzt räumen wir das Ganze auf. Ist Englisch ist modern. Ich denke, ich werde dann gleich noch Washi-Tape nehmen. Das wäre mir sonst eh ein bisschen zu eintönig geworden. Dann schnappe ich mir gerade noch ein passendes Washi-Tape. Und dann kleben wir das hier oben noch an den Rand. Und ich habe tatsächlich ein Washi-Tape gefunden, das meiner Meinung nach sehr gut passt, nämlich mit so violetten Glitzerherzchen. Und davon kleben wir jetzt einfach hier oben.
Abschluss vielleicht etwas schöner zu machen, machen wir das hier unten. Und dann wäre auch die Verpackung für die Brotmischung fertig. So, und jetzt gehen wir natürlich noch in die Küche und befüllen das Ganze. So, fangen wir mit dem Brotteig an. Und vor allen Dingen damit die Schüssel mal ein bisschen auszumischen. Perfekt. Also fangen wir mit dem Brotteig an. Dazu habe ich hier schon mal 500 Gramm Mehl, und zwar gemischt aus zur Hälfte Roggenmehl und zur Hälfte Weizenmehl. Und dann noch einen halben Teelöffel mit Trockenhefe, einen Teelöffel mit Salz und einen halben Teelöffel mit Brotgewürz. Und das tun wir jetzt erstmal hier in die Schüssel rein. So, und das ist ja die Grundmischung. Die können wir schon mal ein bisschen miteinander rühren. So, und dann können wir dann noch reinkloppen, was immer wir rein haben wollen. Ich habe hier zum Beispiel noch Leinsamen. Dann habe ich hier noch Mohn. Dann kann ich die Packung schon mal mehr machen. Ein paar Haferflocken. Und dann packen wir noch ein bisschen Sesam mit rein. Ja. Und dann wird das Ganze wieder gut durchgemixt. Ja. Und dann schnappe ich mir die vorbereitete Dose und einen breiten Trichter. Ich glaube, der war ursprünglich mal dafür gedacht, Spülmittel in die Spülmaschine einzufüllen, aber wenn der gespült ist bzw. unbenutzt, kann man den auch wunderbar verwenden, um eben so grobkörniges Zeug in Dosen reinzufüllen. Mit dem Trichter langsam ein bisschen eng. Das heißt, wir versuchen es mal mit der Schaufelmethode. Wie mit dem Kind auf dem Spielplatz.
Und je nachdem, wie viel Extras ihr halt beigebt, kann es sein, dass es vielleicht nicht ganz in die Dose passt, aber das ist auch nicht so dramatisch. Weil der Rest, der hier noch drin ist, ist nicht nennenswert. Dann brauchen wir den Deckel. Da. Gestoßen, jetzt passt vielleicht noch ein bisschen mehr rein. Schauen wir mal. Großmethode klappt ganz gut. Schau mal eine an. Haben wir doch noch alles eingekriegt. Sagt niemals nie. So. Wunderbar. Ja. Die Brotmischung wäre also schon mal verpackt. Kümmern wir uns nun um das Salz. Für das Salz habe ich hier schon mal 120 Gramm stinknormales Haushaltssalz. Und dazu kommen jetzt, ich habe glücklicherweise noch einen Rest übrig, das dürfte ziemlich genau ein Teelöffel sein, ein Teelöffel Rosmarin. Und eine Verpackung von dieser Zitronenschale. Natürlich könnt ihr auch frischen Rosmarin nehmen oder auch der liegt natürlich hier. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch frischen Rosmarin und frische Orangen bzw. Zitronenschalen nehmen. Allerdings solltet ihr dann bedenken, dass ihr das Ganze dann auch noch trocknen müsst. Und zwar 10 Minuten bei 50 Grad Umluft im Backofen. So, das Ganze mischen wir jetzt noch gut durch. Ich nehme dafür eine Gabel. Dieses Rosmarin-Zitronensalz passt wunderbar zu Geflügel und Fisch. Und es ist halt mal was anderes, als wenn man einfach nur stinknormales Salz verschenkt. So. Wunderbar. Und dann nehmen wir uns das Knauf. Dann sollte sich das da einfach eigentlich reingießen lassen. Vielleicht wäre es besser, wenn wir da auch diesen Trichter nehmen. Ein bisschen das Mehl abklopfen. Ja. Sicher ist sicher. Deckel drauf und dann ist auch schon unsere Salzmischung fertig. So, hier haben wir jetzt unsere beiden
Verpackungen. Und natürlich sollte man auch noch wissen, dass das hier zum Beispiel gut für Geflügel und Fisch ist und wie viel Wasser hier noch dran kommt und bei wie viel Grad man es backt. Und deswegen habe ich hier zwei Kreise aus Etikettenpapier ausgeschnitten. Einmal einen kleinen für das Salz. Dafür habe ich einfach meine Rolle Washi-Tape als Schablone genommen. Und ein größerer Kreis für die Brotbackmischung. Und dafür habe ich einfach das umgedrehte Glas verwendet als Schablone. So, und dann würde ich sagen, wir beschriften das Ganze. Einmal hier. Zitronen. Rosmarin. Salz. Für Geflügel und Fisch. Ja, Nummer 1. Und hier kommt drauf. Mischung für ein Roggenmischbrot. Milliliter Wasser hinzugeben gut verkneten und 12 Stunden gehen lassen. Leib formen und fünfzig Minuten bei 210 Grad. Genau drauf. Wer sagt's denn? Gut. Machen wir jetzt den Deckel von dem Kugelschreiber ab. Naja, es ausverliert nichts. So, und dann kleben wir das Ganze auf den Boden. Schutzschicht abfummeln.
Lebensmittel sind verklebt. Und damit wäre mein Beitrag auch schon wieder fertig für Hashtag YouTube basteln zum Thema Umzug. Ich finde, das ist eine super schöne Idee. Vor allen Dingen, es geht relativ schnell. Es ist eine nette Geste. Und vor allen Dingen hat man ja immer mal wieder Freunde, die irgendwie umziehen. Und dann ist man auf eine Einweihungsparty eingeladen. Und man weiß nicht, was man Nützliches mitbringen soll. Weil manche Sachen kriegt man ja eigentlich schon, wenn es der erste Auszug zum Beispiel ist, von den Eltern mitgegeben. Oder man hat alles schon von dem letzten Mal, als man umgezogen ist, dass man da auch noch Umzugskartons und inklusive Inhalt hat. Also Geschirr, Porzellan, Tassen hat man sowieso immer genug. Und das ist einfach eine schöne Idee, die halt nicht zusätzlich Stauraum wegnimmt, aber die man auch gut gebrauchen kann und im Alltag verwerten kann. Von daher, das hier ist mein Beitrag. Ich würde euch empfehlen, auch unbedingt noch bei den anderen vorbeizuschauen. Die haben bestimmt auch ganz tolle Sachen. Ich werde das für meinen Teil tun, weil ich bin sehr gespannt, was die alles vorbereitet haben. Ja, und ansonsten möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass bis zum ersten Mittwoch des nächsten Monats noch mein diesmonatiges Queer Stanity Join-In läuft. Ich verlinke euch das Video unten in der Infobox, wo ihr dann noch bei der Bastelaktion mitmachen könnt und dieses wunderschöne Notizzettel-Booklet gewinnen könnt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ihr könnt hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.